Ich würde sagen, lasst uns mal mit dem Dessert weitermachen, oder? Ja. Ein Traum. Du kommst langsam von der Leiter wieder runter. Ich komme langsam runter. Das Dessert. Genau. Wieder runter das Dessert. Moment, einmal die Leiter wegpacken. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da mit dem Licht noch klarkommen. Weil das war natürlich wir heute Mittag ganz großartig. Achso, eine Frage ist noch offen mit dem Wein. Warum wir vorhin keine schnellere Verschlusszeit gewählt haben für den Wein? Weil ich eine fließende Bewegung haben will. Ah, da haben wir die Antwort. Fließende Bewegung. Also die Bewegung muss gar nicht eingefroren sein, um das Bild interessant zu machen. Man will ja sehen, dass der Wein fließt und dass er gerade rein fließt. Und das ist ja das Entscheidende. Ne? Technische Perfektion ist bei einem Foto nicht alles. Ne? Es kann auch gerne mit einer Unschärfe gearbeitet werden. Es muss auch nicht immer, immer perfekt in der Schärfe sein. Vielleicht ist eben auch gerade die Dynamik und die Bewegung, das Verwischte, das Coole. Also das muss man halt ausprobieren. Ne? Der eine mag es, der andere mag es nicht. Bei dem einen Foto wirkt es, beim anderen Foto wirkt es nicht. Einfach verschiedene Settings ausprobieren. Speicherplatz, hast du vorhin so schön gesagt, war so günstig wie noch nie. Ne? Ja, es wird nichts gelöscht, solange der Speicherplatz so günstig ist wie heute. Ja. Er wird ja glücklicherweise immer günstiger. Ne? Also bisher hat sich es noch nicht geändert. Und jetzt lass uns einmal ganz kurz hier schauen, was passiert. Kannst du mal auf die andere Seite gehen, weil Andrea flitzt hier die ganze Zeit. Wohin soll ich gehen? Entweder ein Stück nach da hinten oder ein Stück nach da. Weil Andrea muss hier rumflitzen, habe ich das Gefühl. Ich muss rumflitzen. Ja, oder? Also es macht gerade den Eindruck, als ob du ständig durch willst. Und sagst, guck mal das hier. Alles gut. Mach ruhig einfach. Mach mich schon bemerkbar, wenn irgendwas nicht passt. Ja, wir können damit ganz einfach umgehen. Hast du ja schon gemerkt. Ja, ja. Hier im Team ist das ganz locker. So, Christian, du hast noch gefragt, ob die Andrea ein außergewöhnliches Food-Foto-Beispiel hat, was jeder nachmachen kann. Wenn jetzt Andrea hier dekoriert, würde ich vielleicht jetzt das mal offen vorlassen, aber wir nehmen nachher die Frage nochmal auf, wenn wir im Interview sind. Ne? Genau, coole Frage. Ja, ist eine sehr gute Frage. Ja. Lass dich nicht stören, ich lese hier kurz. Dann lass doch den Jule einmal erzählen, was er denn für uns gezaubert hat. Wir haben da eine Art New York Cheesecake, aber auf Italian Style angelegt. Das heißt, wir haben einen Löffel Biskuitboden. Da habe ich den Löffel Biskuit zerkleinert und mit Butter vermengt. Das Topping besteht aus Mascarpone-Creme, Creme Fraiche und ein wenig Vanille. Und dazu habe ich noch ein wenig Zitronenabrieb dazu gegeben. Um das Ganze fest werden zu lassen, habe ich noch ein wenig Gelatine untergehoben. Sozusagen ist es ein No-Baked Italian-Style New York Cheesecake. Aha. Und was macht ein New York Cheesecake zu einem New York Cheesecake? Also, normalerweise wird der mit Haferplätzchen gemacht und er hat es ja mit Biskuits gemacht. Also quasi wie ein Tiramisu hat er die Biskuitbasis genommen, die italienische Variante. Und wie gesagt, wenn du New York Cheesecake machst, machst du das mit normalen Haferkeksen eigentlich. Okay, also ich bin jetzt beim New York Cheesecake nicht so besonders. Ich kenne so einen schönen Käsekuchen mit Baiser und normalen Boden. Ja, aber der Unterschied zwischen Cheesecake und Käsekuchen ist, ein Cheesecake wird immer mit Frischkäse gemacht und ein Käsekuchen wird mit Quark gemacht. Ah, ja, da schau her. Und italienisch auch deswegen Mascarpone und New York und Italien. Genau, Siciliana Mafia macht ja auch so ein bisschen was, ne? Also durchaus eine gute Kombination, auch so von der Denke her, ne? Mascarpone, New York. Gut, dann zaubern wir mal. Ja, Moment. Jetzt wird gezaubert. Zack, Fokus wieder direkt da drauf, damit wir auch sehen, was du machst. Von zwei Seiten. Mhm. Der Mike kommt über die Schulter, ich komme von der anderen Seite. Funktioniert. So, hier gibt es eine ganz großartige Beerensoße. Hast du jetzt schon interessante Kuchen fertig Farbe im Kopf, Andrea? Weißt du schon, wie der nachher aussehen soll? So ein bisschen? Ja. 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 War ja auch gerade eine Frage. Ja. Dass man so, dass du nicht während des kreativen Vorgangs sozusagen dich ausprobierst. Ja. Sondern also auch das ist genau. Ne? Also hier habe ich jetzt tatsächlich was im Kopf, aber ganz oft kommen Ideen, auch wenn ich das Set aufbaue und dann das dekoriere und dann sehe ich, ach guck mal, das könntest du vielleicht auch noch. Also das, manchmal ist es auch wirklich ein Entwicklungsprozess. Das ist mal so, mal so. Also hier habe ich jetzt tatsächlich eine Idee im Kopf. Mal gucken, ob das was wird. Aber ich habe übrigens nebenbei die 7.4 jetzt in Videomodus gesetzt und filme nochmal nebenbei mit.
Wir haben dann zwar keinen super Ton auf dieser Spur, aber den haben wir ja anderweitig. Also ja. Von daher. Ja, Leiter festhalten, kommt hier der Kommentar. Danke dafür. Vorhin habe ich noch großtönend gesagt, ich bin heute Leiterbeauftragter, als wir aufgebaut haben. Ja, den gibt es ja, ja auch. Ja, ja. Aber ich hoffe, du entschuldigst das. Ich werde mir das merken. Ich hoffe, du entschuldigst das. Okay, und dann gab es einmal Frage, welche Objektive du benutzt. Das machen wir bestimmt nachher im Video. Da wirst du bestimmt erzählen, welche Videos du hast. Zähle ich das? Ja, ich glaube schon. Wir haben da ganz ausführlich drüber gesprochen. Ja, ja. Genau, ja, also ja. Da, ich habe das natürlich gefragt. Da gehen wir natürlich jetzt, drauf ein. Jetzt guck nochmal vielleicht auf meine Kamera gerade, weil ich habe gerade was gesehen, was Andrea macht. Ja, mit dem Löffel oben ganz, ganz leicht. Einmal bitte auf meine Kamera. Ja, genau. Ganz, ganz leicht an den Rand und es so langsam runterlaufen lassen. Ja. Da seht ihr, wie der Profi arbeitet. Guck mal, wie dezent und wie vorsichtig sie das macht. Und so ganz kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen. Ja, sehr schön. Ich weiß, mein Bild ist nicht perfekt, aber nochmal, ich halte die Kamera hier so nebenbei in der Hand. Das war nicht geplant, dass wir mit der filmen. Aber du willst wieder alles machen, ne? Willst wieder Kameramann sein? Ich habe eine Kamera in der Hand und dann musst du was machen damit, ein Display drauf und dann sehe ich das Bild und dann muss ich das aufnehmen. Tut mir leid. So, wir haben zwar jetzt hier kein dampfendes Gericht, aber was machst du, wenn du so ein dampfendes Gericht hast? Hast du da irgendeinen Trick? Nee, tatsächlich nicht. Also meistens sind die Sachen dann schon am Abkühlen, wenn ich fotografiere, weil ich ja dann doch irgendwie, bis du dann alles so gerichtet hast zum Shooten, das ist eher nicht so meine Kragenweite. Was ich schon probiert habe, sind so Shots mit einem Gin, wo ich dann Rosmarin angezündet habe oder sowas. Dann brauchst du halt einen dunklen Hintergrund, dass das schön hervorkommt. Aber dass jetzt irgendwie die Nudeln noch doll dampfen oder sowas, das habe ich noch nicht fotografiert. Also das kann ich aber mal probieren. Wäre mal eine Idee. Ja, also ich gebe nur die Fragen weiter. Ja, 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 ist alles gut, alles gut. Ich denke mir die jetzt nicht aus, um mich hier... Genau, aber nutzt ihr bitte jetzt schon die Möglichkeit und stellt mal alle Fragen, die euch noch interessieren. Sowohl was Equipment angeht, als auch was Bearbeitung angeht, als auch was Props angeht, haben wir vorhin gehört. Ne? Gerne in den Chat. Ja. Weil wir wollen ja nachher noch ganz ausführlich mit der Andrea talken und die Fragen auch alle beantworten. Also nutzt da gerne eure Möglichkeit, die ihr jetzt habt, hier mal mit einem Profi zu kommunizieren. Also was beim Dampffotografieren immer so eine tolle Möglichkeit ist, und zwar die Verschlusszeit so auszuwählen. Ich muss jetzt einmal näher, es tut mir leid, Dampf, aber ich muss wirklich jetzt die einzelnen Tropfen sichtbar sind im Dampf. Da habe ich ein schönes Bild auch in einem meiner Bücher, wo mein Sohn gerade so an einem Teebecher trinkt. Und so reinpust und dann sieht man wirklich bei einer 1000stel oder 2000 Verschlusszeit, wie jeder einzelne Dampftropfen sichtbar wird. Ja. Guck mal hier, Stefan, guck mal, die unterschiedlichen Rottöne und Blautöne. Ich sehe das schon. Ich sehe auch schon, wie nachher das Messer da durchgleitet. Meine Gabel in die Mascarpone. Wieso wusste und ich, dir dass dann das serviert. Passiert? Wieso wusste ich, dass du damit kommst? Alles schon, das ist bei meinem geistigen Auge schon. Das ist schon alles fertig. Vorgeplant. Ich habe übrigens gerade noch das Picture Profile auf 11 geändert für diejenigen, die filmen wollen. Ne? Das ist jetzt hier S-Cinetone und nicht wundern. Wir zeigen euch jetzt hier das Display mit dem Overlays, also mit den Anzeigen. Aber ich nehme in der Kamera natürlich das Ganze in nativer Qualität auf. Hier nochmal, kann man prinzipiell etwas zur Lichtgestaltung bei Foodfotografie sagen. Hatten wir ja auch schon ganz zu Anfang. Andrea macht das ja gerne mit Fensterlicht bzw. mit natürlichem Licht. Mit Kunstlicht kann man es natürlich auch tun, aber es ist immer etwas aufwendiger, wie wir jetzt eben gerade bei der Bolognese gesehen haben. Ne? Da muss man halt ein bisschen rangieren und ein bisschen schauen, ob das Licht- und Schattenspiel das Richtige ist. Und wir hatten hier ein sehr diffuses Licht, also Licht von allen Seiten, weil wir alles ausleuchten wollen. Und daher muss man da halt ein bisschen genauer wissen. Was sich immer ganz gut anbietet, ist mit einem Licht von der einen Seite zu arbeiten und mit einem Diffuser oder mit einem Reflektor von der anderen Seite. Das ist perfekt, wenn man startet. Und da muss es auch kein großartig hochwertiger Reflektor sein. Da kann man zum Beispiel sich mit einer Styroporplatte behelfen oder mit einem großen weißen Karton oder einfach was das Licht wiedergibt. Oh, guckt euch das an. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Puderzucker. Ich muss die Belichtung noch ein kleines bisschen anpassen. Das war jetzt Wahnsinn. Ich glaube,
So, pass auf, ich gebe dir jetzt gleich mal deine Kamera wieder in die Hand. Ich mache einmal, beende hier einmal die Aufnahme, stell das Picture Profile wieder aus, dass du gleich auch normal fotografieren kannst. Mhm. Weil das habe ich jetzt fürs Video mal nebenbei schnell umgestellt. Mhm. Ich glaube, Andrea braucht noch einen Moment. Da ist noch rot kreative Betrachten. Ich glaube, der Stream im Hintergrund und unsere Kollegen im Backoffice wollen jetzt Kuchen. Die gucken die ganze Zeit groß auf Kuchenfotos und Videobilder. Und also der Benni schmatzt schon, den Thomas kann ich nicht sehen, der sitzt hinter Mischa. Aber ich auch. So, ich würde jetzt mal versuchen, das Ganze zu fotografieren. Möchtest du, von wo möchtest du das Licht haben? Soll ich das noch mehr gegen die Decke machen oder gegen die Wand, dass es so ein bisschen runterfällt? Versuchen wir es mal gegen die Wand. Gut, okay, dann muss ich dich, Mike, bitten, einmal kurz zur Seite zu gehen. Dann werde ich einfach mal das Licht hier gegen die Decke bouncen. Ist eigentlich das Licht, was wir fürs Video brauchen, aber das mache ich natürlich total gerne, weil wir tun ja alles für das... Oh, das war ein bisschen zu optimistisch. Ja, ich habe hier unten ein bisschen zu wenig Platz gelassen. So. Soll ich dir nicht helfen, Lachs? Nö. Du weißt doch, Voice-Activated Lightstand. Grüße gehen raus an Martin Wagner. Bleib mal da. Ich wollte noch einen Tick höher, das Licht, dann hast du noch wahrscheinlich ein bisschen besseren Verlauf. Geht aber gerade noch nicht. Ich mochte gerade diesen Streifen da hinten. Ach, den Streifen mochtest du? Ah, so? Nee, ein bisschen höher wieder. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt hast du ihn weggemacht, Mensch. Entschuldigung. So, der Dirk möchte gerne herkommen, einfach als Gag. Würde er gerne herkommen und hier den Kuchen essen? Ich würde mich total freuen, wenn wir die Alpha Days nächstes Jahr auch wieder mit Publikum machen können. Das hatten wir für dieses Jahr schon angedacht. Wir haben uns dann dagegen entschlossen, weil es einfach zu unsicher war. Und wenn wir sowas machen, dann bin ich mir sicher, da wird es auch ein Stück Kuchen geben. Und dann machen wir es auch wieder für alle. Ja, absolut. Andrea macht nicht so oft Outdoor-Shootings, aber vorhin hat sie schon mal erzählt, sie hat so ein Herbst-Shooting schon mal gemacht, mit Bank hinstellen und so. Ich wiederhole hier nochmal die Sachen, die jetzt schon mal gefallen sind. Das war, ja, klar. Ich komme gleich wieder, ich bin einmal kurz aus dem Bild verschwunden. Mitnehmen. Ja, du hast ja ein Kochbuch schon gemacht. Ja. Und da hat jemand die Frage, hat Andrea vielleicht einen Tipp, wie man es angeht mit einem eigenen Kochbuch? Und werden Kochbücher überhaupt noch angenommen, wenn man im Gegensatz dazu die ganzen Rezeptdatenbanken im Web sieht? Ach so. Ich denke, das ist so ähnlich wie beim Lernen von der Fotografie. Ne? Ja, oder beim Fotografieren selbst. Bilder auf dem Computermonitor, Bilder in der Hand, ist was anderes. Genau. Ja. Oder der eine lernt mit einem Buch gut, der andere lernt per Video gut, der dritte muss in einem Workshop sein, der vierte will das mit einem aufgezeichneten Video machen. Ne? Also dennoch ist Print, glaube ich, immer noch ein Thema. Also gerade Bücher. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt, aber meine Bücher haben sich gut verkauft. Aber es ist, glaube, es ist schon immer noch eine Sache, die gerne genommen wird, weil es einfach viele Leute gibt, die sagen, also immer nur im Netz gucken, das ist nichts für mich. Ich hätte das gerne haptisch vor mir und möchte auch meine Notizen reinmachen oder was auch immer. Das ist mal die eine Sache. Und die andere Sache, da zu der Frage, wie man das angeht, das ist bei mir durch einen Blog gekommen. Also bei mir haben halt irgendwie Verlage auf dem Blog gesehen, dass ich scheinbar nicht ganz so doofe Sachen mache und haben mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mit ihnen ein Buch zu machen. Was ist denn jetzt los? Filmaufnahme irgendwie meckert da. Oh ja, guck mal, ich hatte doch vorhin in den Videomodus geschaltet. Ich habe einmal umgeschaltet. Sabotiert. Es tut mir leid. Du bist sabotiert. Ich werde sabotiert hier. Ich stelle ein und mache und tue und es funktioniert nicht hier. Mensch, Maja. Mir gefällt das Licht gar nicht. Ja, aber wo hättest du es denn gerne? Sag's. Ich mache alles. Mal ganz ohne machen, nur mit Fensterlicht. Total. Ja. Dunkel. Ja, sehr, sehr dunkel auf jeden Fall. Sehr dunkel. Aber du magst ja düster, hast ich du gesagt. Ich mag düster, ja. Da musst du die Blende wahrscheinlich ein bisschen jetzt aufmachen, dann kommst du in den Bereich, der Sinn macht. Genau. Und wenn wir es vielleicht hier aus Fensterseite noch mal ein bisschen das Licht strahlen lassen. Das wäre natürlich eine ganz grandiose von Idee. Der Seite, das wird jetzt relativ schwer umzusetzen. Ich mache mal da hinten das Licht an. Moment, und da kriegen wir auf jeden Fall von der Ecke da hoffentlich ein bisschen mehr Licht zu euch, aber... Nee, ist nicht das, was du willst. Ne? Nee. Das ist falsche Seite. Das ist nicht das, was wir brauchen. Hab's befürchtet.
Ich guck mal hier, ob wir noch eine Steckdose. Ich finde es aber ganz ehrlich, wenn ich mir das Bild jetzt angucke, was wir gerade mit dem Teleobjektiv schießen, das Videobild, dann finde ich das vom Licht eigentlich echt spannend, mit dem warmen Licht, was reinspult. Guck mal bitte auf den Fernseher. Ja, das sieht gut aus. Andrea, magst du auch mal auf den Fernseher schauen? Dann geht der Stefan mal ein Stück zur Seite. Ja. Guck mal, das Bild, das hat doch was. Das ist ja auch ähnlich. Pass auf, dann mache ich mal folgendes, Lachs. Danke, Tom. Ich schnapp mir. Alle werden. Ach, du willst das Licht doch von der anderen Seite kommen lassen. Okay. Andrea hat ganz klar formuliert, das wäre ein Traum, wenn sie das haben könnte. Ja. Und wir machen Träume wahr. Wahr. Mann, seid ihr gut zu mir. Ah, Stefan. Sehr schön, sehr schön. So, man hat mich auch mit langen Armen gesegnet. Ich hoffe nur, dass es hier nicht heiß ist. Nein. Sonst habe ich hier Speck gebraten gleich. Und wäre ja auch Induktion. Ach, stimmt. So, ich muss einmal kurz an der Lampe fummeln. Und jetzt kommen wir auch da hoch. So besser? Keine Ahnung, ich sag's dir gleich. Huch. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist der Monitor aus und ich habe das Bild hier. Ja, dann brauche ich kurz den Akku. Ich hole ihn kurz. Momentchen. Wir haben auch wieder ein bisschen überzogen, deswegen. Genau, mach du gerade noch die Fotos und ich wechsle ganz kurz einmal den Akku aus. Bleib mal ganz kurz stehen. Ja, klar. Hältst du es einmal fest? Danke. So, jetzt kriegst du den großen, schweren Akku. Eben, das war der kleine, leichte. Oh, super, dann wird es noch ein bisschen schwerer. Klasse. Nein, für die ganz kurze Zeit geht das. Nein, ich so, wir sind auch gleich durch, also von daher. Ja, eben, alles gut. Es dauert jetzt nur einen kleinen Moment. So, es ist fast, als würde es jetzt von oben von durch das Licht, durch die Scheibe durchkommen. Ja. Es hat jetzt nicht ganz die Temperatur vom, von der Sonne. Für unsere Zuschauer, die Funkstrecke braucht einen ganz kleinen Moment, bis das Bild zu sehen ist. Mhm. Und dann ist es auch gleich wieder da. Also nicht wundern, wenn wir euch jetzt gerade das Bild von Andrea noch nicht einblenden, das kommt jetzt gleich wieder. So, das können wir uns jetzt vielleicht mal anschauen. Ja, wir müssen noch einen kleinen Moment warten, weil die Funkstrecke noch nicht da ist. Mhm, ja, klar. Das sehe ich daneben an der Seite an dem grauen Monitor. Genau, die müsste aber jeden Augenblick wieder kommen. Da ist das Bild wieder. Wenn du jetzt einmal Play drückst auf der Kamera, einmal die Wiedergabetaste. Einmal die Wiedergabetaste, ja. Ach, hier, die meinst du. Genau, einmal drücken und dann einen kleinen Moment warten und dann springt das Bild um. Okay. Und dann können wir uns das anschauen. Ja. Aber komm, ich nehme dir die Kamera ab. Sehr gut. Sollen wir es noch vergrößern für dich? Ja, gucken wir mal, wo es scharf ist. Springen wir mal rein. Ja. Auf der Himbeere vor dem Kuchen. Auf der Himbeere. Wolltest du die? Nee, ich wollte lieber noch ein Stückchen hoch. Gut, dann aber das können wir ja machen wir einfach machen. Noch genau. Jetzt geht das Umschalten noch wieder schneller, die Funkstrecke ist wieder verbunden. Ah ja, sehr gut. Wunderbar. Warum springt der denn immer falsch rum? Das kann ich dir aktuell nicht sagen. Okay, und wenn ich jetzt drehe, ist er wahrscheinlich gleich wieder natürlich. Falsch rum. Ja, natürlich. Okay. Dann dreht es dann immer in die andere Richtung, ja? Ja. Ja, dann müssen wir, glaube ich, eine Kleinigkeit umstellen noch im Menü. Aber das ist ja... Kein Problem. Guck mal. Genau, einmal wieder Play. Wieder drücken. Play. Mhm. Genau. Das heißt, bei dir ist der Kuchenboden jetzt immer oben. Ja, das macht das, Gestalten natürlich wieder ein das bisschen ist schwieriger. Schwer, ja. Ne? Ja. Na, jetzt hast du jetzt die Schärfe da getroffen. Auf, und genau, vorne ist, da sieht man jetzt Kuchen. Mit dem Blendenwert natürlich schon wieder in der Unschärfe. Ich blende euch das mal ein. Das war jetzt mit Blendenwert 2 gemacht. Ne? Genau. Und das ist ja schon sehr offen. Und jetzt haben wir wirklich fast. Hauptteil künstliches Licht. Ne? Das ist jetzt ein Licht, was wir an die Decke gemacht haben. Vielleicht kann der Mike mal den Lichtaufbau zeigen. Das fände ich total super, dass man so ein bisschen sieht, was der Stefan gerade gemacht hat. Wir haben hier oben die große LED-Lampe. Dann wir strahlen quasi die Decke nach. Genau, wir haben ja die totale. Und perfekt, danke Mike. Und das Licht kommt jetzt wirklich ein bisschen aus dem Fenster und ein bisschen von der Lampe. Und hier oben haben wir ganz, ganz leicht so ein bisschen warmes Licht an der Decke. Das ist eigentlich schon alles. Mhm. Ja. Super. Bist du schon zufrieden? Ich würde noch mal ein bisschen höher gehen mit meinem Bild, dass man die Beeren unten noch ein bisschen mehr sieht. Pass auf, Andrea, dann machen wir das so. Hm? Du fotografierst einfach noch 2, 3, 4, 5 Bilder, weil wir haben ein bisschen Zeit. Wir starten aber schon mal mit dem Interview-Video, weil dann können wir uns danach nämlich an den Tisch setzen und deine und Bilder Kuchen besprechen. Essen. Also, und ja, jetzt haben wir der Applaus aus der Regie fehlt.
Ihr merkt, Kuchenessen ist hier das Thema. So, alle Fragen, die ich jetzt nicht entgegennehmen konnte, okay, weil ich hier halte, machen wir auch im Nachhinein. Da geht nichts verloren. Ne? Genau. Ja. Also, ihr genießt das Video. Wir schießen noch ein paar Bilder und sehen uns dann gleich im Interview wieder.